ihr Lieben. Heute soll es noch meine Neuzugänge vom Dezember geben. Ich habe zwei Bücher, die ich im Dezember bekommen habe, aktuell nicht hier. Die zeige ich euch dann gleich vorab nochmal eingeblendet. Und ich habe jetzt gerade gefühlt 150 Anläufe gebraucht, ein Thumbnail zu machen. Ihr seht ja, was im Endeffekt da rausgekommen ist. Es ist kein besonderes Foto, aber es hat einfach nicht funktioniert. Mir sind meine ganzen Bücher hier durch die Gegend geflogen, weil die immer wieder von dem Stapel gerutscht sind. Deswegen habe ich dann jetzt am Ende einen kleinen Stapel genommen, der aber auch irgendwie komplett gerutscht ist. Und heute ist einer dieser Tage, wo nichts funktioniert. Kennt ihr das? Ihr kennt das sicher. Ihr habt sicherlich auch solche Tage, wo nichts funktioniert. Und ja, wir haben schon Mitte Januar und ja, ich habe mein Weihnachtsgesteck immer noch stehen. Das ist das einzige von der Weihnachtsdeko, was hier noch rumsteht. Aber wir wollten uns davon noch nicht trennen, deswegen bleibt das jetzt hier noch ein paar Tage stehen. Aber wir haben tatsächlich schon Mitte Januar und mein Weihnachtsgesteck steht noch hier. Also lasst euch dadurch nicht irritieren, das ist jetzt nicht vorgedreht oder so. Das ist jetzt tatsächlich aus dem Januar ein Video. Wie ich gerade eben schon sagte, fange ich mal mit den beiden Büchern an, die ich verborgt habe im Moment von meinen Neuzugängen, weil ich die sonst wieder vergesse. Und zwar habe ich zum einen ausgeliehen an meine liebe Arbeitskollegin Idol 2, Gib mir die Welt, heißt der zweite? Oder hieß so der erste? Nee, so hieß der erste. Ich weiß gerade nicht, wie der zweite heißt vom Untertitel, aber ihr seht es ja hier eingeblendet. Gib mir... Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall Idol 2 hat meine Arbeitskollegin gerade. Ich habe Idol ja noch nicht mal den ersten Teil gelesen. Habe mir aber den zweiten jetzt schon gekauft, weil es Kirsten Callihan ist. Und ich mag Kirsten Callihan und da kann man ja eigentlich nichts verkehrt machen. Und ja, das habe ich mir auf jeden Fall selber gekauft. Nach Weihnachten von meinem Geburtstagsgeld noch mit. Dann habe ich noch verborgt an meine Arbeitskollegin Still Broken von April Dawson. Das Buch habe ich von der lieben Annika mit zu Weihnachten bekommen. Vielen lieben Dank, Annika. Ich habe mich sehr über dieses Buch gefreut und ich freue mich auch schon darauf, es zu lesen. Und ja, ich verborge ungelesene Bücher, weil ich einfach hier so einen riesen Stapel habe an Büchern, die ich noch lesen möchte. Und ja, wenn meine Arbeitskollegin das Buch unbedingt haben möchte, dann kriegt sie es halt auch, bevor ich es gelesen habe. Ich weiß, sie geht mit meinen Büchern absolut sorgsam um. Sie traut sich nicht mal mehr, die Bücher richtig aufzuklappen, hat sie mir gesagt. Sie schlägt immer noch so ein ganz kleines Stückchen auf, das sie gerade so lesen kann. Und deswegen kriegt sie von mir auch Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, ausgeliehen, die quasi brandneu sind, weil ich weiß, ich kriege sie in einem ordentlichen Zustand wieder. Und ja, auf jeden Fall Still Broken und Idol 2 habe ich zu Weihnachten bekommen, beziehungsweise mir von meinem Weihnachtsgeld gekauft. Und die sind beide gerade nicht hier. Und ja, ich kann zu den Büchern jetzt eigentlich auch noch nicht wirklich irgendwas sagen. Ich habe sie ja noch nicht gelesen. Still Broken ist eine New Adult-Geschichte und Idol auch. Also Idol ist so eine Rockstar-Geschichte. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Machen wir weiter mit den Büchern, die ich im Dezember bekommen und dann auch gleich gelesen habe. Und zwar ist das zum einen Thorn von Jennifer L. Armentrout. Das war ja ein Rezi-Exemplar, das heißt, da ist ein separates Video zu diesem Buch online. Wenn ihr da Näheres wissen wollt, dann schaut da gerne vorbei. Thorn ist der zweite Teil der Wicked-Reihe und das ist Urban Fantasy und ich liebe die Reihe und sie ist so toll und... es ist so cool und ich liebe Tink. Tink ist einfach nur toll. Und das zweite Buch, was ich im Dezember bekommen und gleich gelesen habe, ist Scandal Love von L.J. Sheen. Dieses Buch habe ich vom Verlag einfach zugeschickt bekommen. Ich habe es nicht angefragt, aber ich wollte es sowieso lesen. Deswegen habe ich es dann auch gleich gelesen. Dazu ist auch ein separates Video online. Und ja, wenn ihr da Näheres wissen wollt, dann schaut auch da gerne vorbei. Scandal Love ist der dritte Teil der Sinners of Saint Reihe. Und in der Sinners of Saint Reihe geht es um... vier Freunde, die Arschlöcher sind und einen ziemlich hohen Frauenverschleiß haben. Die Bücher sind nicht für jeden was, also man muss so eine abgefuckte Scheiße schon mögen, dass man die Bücher gut findet. Und ja, deswegen empfehle ich jedem, der sowas noch nicht gelesen hat, empfehlen, schaut euch die Leseprobe an, bevor ihr euch die Bücher holt, weil wenn es euch dann nicht gefällt, ist es doof. Und ja, ich fand Scandal Love richtig, richtig gut. Mir hat der dritte Teil sehr gut gefallen und mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Schaut im Video vorbei, wenn ihr mehr wissen wollt. Dann würde ich sagen, nehmen wir als nächstes die beiden Bücher, die ich letzten Monat in meinem Neuzugänge-Video vergessen habe. Nämlich zwei Bücher sind bei mir im November noch eingezogen, die ich im Weekly Reading mit drin hatte, die ich dann aber bei meinen Neuzugängen vergessen hatte. Und wer meine Weekly Readings guckt, dem ist das vielleicht aufgefallen. Und zwar habe ich im November bekommen den zweiten und dritten Teil der Palace of Glass-Reihe. Ist das Palace of Glass? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Palace of Silk und Palace of Fire. Und ich habe mich sehr gefreut, denn ich habe die Bücher von meinem Schatzi geschenkt bekommen, damit ich die Reihe jetzt komplett habe und auch vollständig gleich lesen kann. Und ja, irgendwie habe ich die im November bei meinen Neuzugängen vergessen und irgendwie sind die mir durchgeflutscht. Deswegen an dieser Stelle, diese beiden Schätzchen hier sind im November bei mir eingezogen und habe ich von meinem Schatzi bekommen. Mein Schatzi sagt ja immer, du bist eine Frau, du willst keine Blumen, du willst lieber Bücher. Okay, dann kriegst du Bücher. Deswegen, mein Mann bringt mir keine Blumensträuße mit, sondern Bücher von meinem Wunschzettel. Juhu! Mache ich jetzt weiter. Ich würde sagen, wir nehmen als nächstes das hier. Das habe ich auch schon gelesen.
Und zwar habe ich von der lieben Niki bekommen Dragon Fortune Episode 1. Das hat die liebe Niki geschrieben mit einer Freundin zusammen, mit der lieben Taya. Und Dragon Fortune ist eine High-Fantasy-Geschichte, wo es um Drachen geht. Und ich habe das Buch von der lieben Niki zum Geburtstag mitbekommen und ich habe mich sehr gefreut, denn ich habe von Dragon Fortune damals die erste Rohfassung, glaube ich, war das, gelesen. Und mir hat die Geschichte sehr gut gefallen und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich jetzt diese gedruckte Version von Niki bekommen habe. Und hier sind natürlich noch mal ein, zwei Kleinigkeiten abgeändert worden. Ich habe das Buch jetzt diese Woche mit gelesen. Also man kann diese Geschichte wieder wunderbar in einem Rutsch lesen. Es sind, glaube ich, 70 Seiten. In dem Buch, was ich hier habe, es ist leider keine Seitenangabe drin, aber laut Amazon sind es, glaube ich, 70 Seiten gewesen. Und das ist der erste Teil, wie gesagt, der Dragon Fortune-Reihe. Und es geht hier um Drachen und um einen Prinzen, der einen Drachen erschlagen soll, damit er seine Braut heiraten darf. Und ja, es geht dann natürlich etwas schief und der Prinz landet in einem verwunschenen Schloss. Mehr verrate ich jetzt nicht. Und ja, ist auf jeden Fall eine richtig coole High-Fantasy-Geschichte der etwas anderen Art. Jeder, der Geschichten von Niki kennt, weiß, dass sie nicht so Standardgeschichten schreibt, sondern sich da immer irgendwie was einfallen lässt, was halt in anderen Geschichten nicht so ist. Und das hat sie auch hier wieder getan. Und ich fand den ersten Teil der Dragon Fortune-Reihe wirklich richtig, richtig cool. Ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Ich habe den zweiten und dritten Teil damals in der Rohfassung auch gelesen. Also wenn sie jetzt nicht allzu viel geändert hat, weiß ich schon in etwa, wie es weitergeht. Aber ich lasse mich da ja mal überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall, den zweiten und dritten Teil dann nochmal zu lesen. Und ja, das Schätzchen hier habe ich auch mitbekommen. Dann nehmen wir als nächstes ein Buch, was ich zum Geburtstag von meiner Besten mitbekommen habe. Und zwar die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Und zwar ist das die Geschichte von Romeo und Julia. Und das ist aber hier nicht einfach Romeo und Julia, sondern das ist die Geschichte von Susi und Dominik. Also das ist so eine personalisierte Ausgabe von dem Buch. Und man kann halt hier verschiedene Rollen besetzen. Also ich habe hier die Hauptrolle mit meinem Männle zusammen. Und dann spielen hier noch ganz viele Freunde mit und unsere Familie. Und halt die Familie von Romeo und Julia ist halt auf unsere Familien aufgeteilt. Und es ist so witzig. Es ist einfach so lustig, das zu lesen. Also ich habe jetzt erst angefangen, da reinzulesen, weil Shakespeare ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Aber es ist einfach mega lustig, wenn man da so reinliest und dann stehen da die Namen von deinen Schwiegereltern und von deinen Eltern und von deinem Bruder und von deinen Freunden. Und wenn man dann so sieht hier, wer welche Rolle abgekriegt hat, ich weiß nicht, man kann da wirklich nur lachen. Und ja, das ist auch ein Buch, was ich bekommen habe zum Geburtstag, wie gesagt, von meiner Besten. Danke, liebe Freundin Nina. Und habe ich mich sehr drüber gefreut und wie gesagt, ist mega witzig. Und ja, ich bin mal gespannt, was hier so in diesem Buch noch passiert und wer von meinen Freunden da alles noch so auftaucht. Und habe ich mich auf jeden Fall mega gefreut, fand ich eine super coole Idee. Gerade so für mich als Buchnerd, so eine personalisierte Geschichte da auch mal zu bekommen. Und ja, werde ich jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen mitlesen und fand ich einfach richtig, richtig süß und wollte ich halt einfach einmal in die Kamera gehalten haben, dass ich das bekommen habe. Das ist voll goldig. Einswiekeins.de. Da kann man sowas kaufen, falls es euch interessiert. Machen wir mit dem Buch weiter, was ich gestern angefangen habe zu lesen. Und zwar ist das All I Want for Christmas. Hier hängt ein Haar dran. Eine Weihnachtsromance in Manhattan von Julia K. Stein. Und dieses Buch habe ich zum Geburtstag mitbekommen von der lieben Maria. Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dieses Buch bekommen habe. Und ja, das Buch habe ich gestern angefangen zu lesen. Und ich habe so die ersten 40 Seiten gelesen, also das erste Kapitel. Und bis jetzt kann ich nur sagen, dass es bisher so eine niedliche Geschichte ist. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Es geht hier um Pippa und man weiß bisher nur, dass Pippas beste Freundin Lauren heiratet und Pippa jetzt kurzfristig die Trauzeugenrolle übernehmen sollte, weil eigentlich sollte das wer anders machen. Aber diejenige, welche ist schwer gestürzt und hat sich Hand und Fuß gebrochen und kann das jetzt nicht mehr machen. Und deswegen muss da jetzt Pippa einspringen und muss jetzt mit dem Trauzeugen von Laurens Verlobten halt alles organisieren. Und den kann sie mal so gar nicht leiden, das ist Hunter. Und Hunter ist so der typische Macho und Playboy. Sein Vater ist ein berühmter Sänger und die gehen halt auch auf so ein elitäres College. Und Pippa kommt damit so irgendwie gar nicht mehr zurecht. Und ja, sie mag Hunter halt auch nicht und die beiden müssen jetzt, wie gesagt, zusammen diese Hochzeit organisieren. Und hinten drauf steht halt noch, dass beide halt finden, dass Lauren und ihr Verlobter eigentlich gar nicht zusammenpassen. Und die beiden wollen dann wohl so ein bisschen die Hochzeit sabotieren und mit allen Mitteln verhindern, dass die beiden heiraten. Und dann steht hier hinten nur noch drauf, bis ein Abend am weihnachtlichen
bis ein Abend am weihnachtlichen Rockefeller Center alles zwischen ihnen verändert. Und ja, das klingt auf jeden Fall nach einer richtig süßen Geschichte. Ich freue mich drauf, da jetzt weiterzulesen. Und ja, habe ich angefangen zu lesen, All I Want for Christmas. Auch wenn Weihnachten vorbei ist, ist wurscht, es ist immer noch Winter. Auch wenn der Schnee, den wir hatten, heute schon wieder weggetaut ist. Verdammt. Aber egal, es ist immer noch rein theoretisch Winter. Und da finde ich, kann man auch eine weihnachtliche Geschichte noch lesen. Und warum werde ich heute die ganze Zeit unscharf? Es tut mir leid, die Kamera mag mich heute mal wieder nicht. Wo ist Annika, wenn ich sie brauche, um meine Kamera scharf zu stellen? Jo, machen wir weiter mit dem Buch, was ich zum Nikolaus bekommen habe von meinem Schatzi. Und zwar, ich weiß noch nicht, wie ich dieses Buch jemals lesen soll, weil es ist einfach so monströs schwer. Habe ich gekriegt. Oh. Entführt, der Sammelband von Nila Osen. Und da ist drinne, bis du mich liebst und bis in die dunkelste Nacht. Bis in die dunkelste Nacht ist, glaube ich, Entführt, bis du mich liebst aus seiner Sicht. Und das ist so ein großes, dickes, schweres Buch. Und ich habe diese Schrift und ich habe keine Ahnung, wann und wie ich das lesen soll. Also es ist im Moment echt abschreckend, dieses Monster hier in der Hand zu haben. Aber die Geschichte soll ja wirklich richtig gut sein. Und die liebe Diana fand das ja auch mega gut und alles, was Diana bis jetzt mega gut fand, hat mir auch mega gut gefallen. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass mir das Buch hier auch gefällt und Schatzi hat es halt gut gemeint und mir gleich den Sammelband geschenkt, dass ich das halt dann auch nochmal aus seiner Sicht lesen kann, wenn ich das möchte. Ja, so ist das. Aber es ist ein großes, dickes, schweres Buch und ich lege es jetzt beiseite, weil es mir sonst aus den Händen fällt. Achso, ich sollte euch vielleicht noch erklären, worum es dort geht. Ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht. Nichts hasst Luisa mehr als das eintönige Leben in dem winzigen Kaff Ash Springs. Sie sehnt sich nach Spaß und Abenteuer. Als sie in den Ferien mit ihren vier Brüdern zum Campen muss, trifft sie auf den geheimnisvollen Brandon. Ihr Schicksal nimmt eine dramatische Wende, denn Brandon ist keinesfalls zufällig am selben Ort. Akribisch hat er jeden Schritt von Luisas Entführung geplant. Er verschleppt sie in die Einsamkeit Kanadas. Er sagt, sie wäre sein Licht in der Dunkelheit. Für Luisa beginnt eine Zeit voller Angst und Verzweiflung, in der sie immer mehr mit Brandons traumatischer Vergangenheit konfrontiert wird. Schon bald ist er für sie viel mehr als nur ihr Entführer. Mitgefühl und Zuneigung vermischen sich und stürzen Luisa in ein tiefes Gefühlschaos. Vor allem zwei Fragen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Darf man seinen Entführer lieben und wie gefährlich ist Brandon wirklich? Also es sieht hier sehr nach Stockholm-Syndrom aus, ne, sich in den Entführer zu verlieben, aber es soll ja hier noch einiges mehr da dahinter stecken und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Ich habe seit Paper Swan, glaube ich, keine Entführungsgeschichte mehr gelesen und Paper Swan war auch mega gut, wo ich das damals gelesen habe und ja, ich freue mich schon auf Entführt, auch wenn ich noch nicht weiß, wie ich diesen fetten Schinken lesen soll. Bleiben wir bei fetten Schinken. Ich habe nämlich noch einen fetten Schinken zum Geburtstag bekommen. Und zwar habe ich von der lieben Sina zum Geburtstag bekommen Red Rising, den ersten Teil von Pierce Brown. Sina schwärmte immer so unglaublich von der Reihe und ich wollte diese Bücher auch unbedingt noch lesen. Und da hat sie gedacht, sie gönnt mir mal den ersten Teil zum Geburtstag. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Ich weiß, dass es um Darrow geht und um eine Revolution und keine Ahnung, es spielt im Weltall, es ist Science Fiction, aber mehr weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht über Red Rising. Ich kann ja mal vorlesen, worum es hinten drauf geht, auch wenn ihr wahrscheinlich das alle jetzt kennt, aber ich kenne es nicht, deswegen lese ich es mir jetzt selber mal vor. Darrows Welt ist brutal und dunkel. Wie alle Roten schuftet er in den Minen des Mars, um ein Leben auf der Oberfläche des Planeten möglich zu machen. Doch dann wird seine große Liebe getötet und Darrow erfährt ein schreckliches Geheimnis. Der Mars ist längst erschlossen und die Oberschicht, die Goldenen, leben in dekadentem Luxus. Darrow schleust sich in ihr sagenumwobenes Institut ein, in dem die Elite herangezogen wird. Er will einer von ihnen werden, um sie dann vernichtend zu schlagen. Ich bin gespannt. Also es klingt auf jeden Fall richtig gut und soll ja eine Mega-Geschichte sein. Und ja, ich bin sehr gespannt, aber wie gesagt, ist halt auch ein ganz schöner Klopper. Mal gucken, wann ich dazu komme, es zu lesen und ja. Ich freue mich aber auf jeden Fall drauf und werde dann natürlich berichten, wie mir Red Rising gefallen hat. Ich freue mich. Okay, machen wir weiter mit dem Schätzchen hier. Und zwar habe ich von der lieben Annika zum Geburtstag noch bekommen The Player von B. Keelan. Das ist der zweite Teil der Dirty Office Romance. Und ich habe mir hier ganz speziell den zweiten Teil gewünscht, weil was geht mit meinen Haaren heute? Wieso fliegen die immer hier rüber? I don't know. Was ist hier schon wieder los? So.
Ich habe mir auf jeden Fall bewusst den zweiten Teil zuerst gewünscht und nicht den ersten, weil ich einfach fand, dass der zweite so viel interessanter klang wie der erste. Und deswegen dachte ich mir, ich guck mal, wie mir der zweite Teil gefällt. Und wenn mich der Teil, der mich mehr interessiert und anspricht, schon nicht überzeugen kann, brauche ich die anderen gar nicht lesen. Und wenn der zweite Teil gut ist, kann ich den ersten ja immer noch lesen, weil das sind ja wieder Geschichten, die unabhängig voneinander sind. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf The Player und ich kann euch ja mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Die junge Paartherapeutin Erinie Rose kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat ein Traumbüro mitten in New York ergattert. Doch eines Abends steht Drew Jagger in ihrer Tür. Starscheidungsanwalt, unverschämt attraktiv und rechtmäßiger Besitzer des Park Avenue Büros. Während er im Urlaub war, hat ein Betrüger Emery um ihre gesamten Ersparnisse gebracht. Glücklicherweise erlaubt der arrogante Drew, ihr für ein paar Wochen zu bleiben. Doch Emery und der Scheidungsexperte haben absolut nichts gemein, außer dass sie sich mit jedem Streit immer stärker zueinander hingezogen fühlen. Das klingt doch nach einer Susi-Geschichte und ja, ich bin sehr gespannt auf die Geschichte und werde euch dann natürlich berichten, wie mir The Player gefallen hat. Ich finde, es klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich habe es ja noch nicht gelesen, aber ich mag ja solche Büroromanzen. Finde das ja toll. Dann habe ich noch ein Buch von meinem Schatzi bekommen und zwar Cinder und Ella von Kelly Oram. Dieses Buch wollte ich schon sehr, sehr lange haben. Ich habe bisher nur positive Sachen über dieses Buch gehört und schon wieder fliegen meine Haare hier rüber. Warum macht ihr das, Haare? So habe ich euch nicht erzogen. So, ja, auf jeden Fall wollte ich dieses Buch schon ganz, ganz lange haben. Ich habe bisher nur Positives über dieses Buch gehört und ja, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte. Und ich werde euch auch mal hier lesen, worum es in diesem Buch geht, falls ihr das Buch noch nicht kennt. Nach einem schweren Autounfall hat Ella ein Jahr voller OPs und Rehas hinter sich. Und nun muss sie auch noch zu ihrem Vater und dessen neuer Familie ziehen, die sie überhaupt nicht kennt. Ella will nur eins, ihr altes Leben zurück. Deshalb beschließt sie, sich nach langer Zeit wieder bei ihrem Chatfreund Cinder zu melden. Er ist der Einzige, der sie wirklich versteht. Und obwohl sie ihn noch nie getroffen hat, ist Ella schon eine halbe Ewigkeit heimlich in ihn verliebt. Was sie nicht weiß, auch Cinder hat Gefühle für sie. Und er ist der angesagteste Schauspieler in ganz Hollywood. Ich finde, das klingt einfach richtig, richtig gut und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Und ja, wenn ich Cinder und Ella gelesen habe, werde ich euch berichten, wie es mir gefallen hat. Das ist eine Jugend-Romance-Geschichte. Also das ist für Jugendliche, die kann man also auch schon lesen, wenn man jünger ist. Ich glaube, Erotik kommt in der Geschichte nicht wirklich drin vor. So, jetzt habe ich noch ein paar Bücher, die ich von der lieben Susanne gekriegt habe zum Geburtstag. Vielen, vielen lieben Dank, Susanne, nochmal an dieser Stelle für dieses richtig, richtig tolle Geburtstagspaket. Ich habe mich mega gefreut. Und zwar habe ich zum einen bekommen Bücher einer Reihe, die ich noch nie gesehen habe, diese Reihe. Ich weiß nicht, wo Susanne die aufgetrieben hat. Und zwar sind das diese vier Bücher hier. Und zwar ist das die Royal House of Shadows Reihe. Und hier ist jeder Teil dieser Reihe von einer anderen Autorin geschrieben. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Der Vampirprinz. Der ist von Gina Showalter, was vermutlich eine Vampirgeschichte ist. Dann haben wir hier von Nalini Singh, Lord der toten Seelen. Ich liebe Gina Showalter und Nalini Singh, was Liebesgeschichten betrifft. Dann haben wir Jessica Anderson, Das Herz des Werwolfes. Klingt auch richtig gut. Und von Jill Monroe, kenne ich gar nicht die Autorin, Die Traumprinzessin. Und das sind wieder so erotische Urban-Fantasy-Geschichten und ich bin schon sehr gespannt. Aber wie gesagt, ich habe diese Reihe vorher noch nie gesehen. Die muss auch schon etwas älter sein. Aber sagt mir so gar nichts, Royal House of Shadows. Aber ich bin schon sehr gespannt und ich habe mich sehr über diese vier Bücher gefreut, weil wie gesagt, Gina Showalter und Nalini Singh mag ich ja sehr, sehr gerne, gerade in diesem Bereich. Und ja, wenn ich die Bücher gelesen habe, werde ich euch natürlich berichten, wie sie mir gefallen haben. Und ich habe mich sehr gefreut, diese Bücher zu bekommen. Und ja, ich lese euch jetzt nicht vor, worum es in jedem einzelnen dieser Bücher geht. Es sind, wie gesagt, erotische Urban-Fantasy-Geschichten. Aber ich habe mich sehr gefreut und ja, danke, danke, danke an Susanne nochmal an dieser Stelle. Und das waren aber noch nicht alle Bücher, die in dem Paket waren von Susanne. Da waren nämlich auch noch drinne Schneegeflüster, Liebesgeschichten zur Weihnachtszeit. Da sind 15 Kurzgeschichten drinne, auch wieder von verschiedenen Autoren. Und ja, die wollte ich eigentlich auch mal noch lesen, habe ich aber noch nicht gemacht. Werde ich aber dann auch demnächst mal noch in Angriff nehmen. Ich finde, man kann Liebesgeschichten zur Weihnachtszeit auch locker noch im Winter lesen. Mir ist das ja sowieso Wumpe, ich lese sowas auch im Sommer. Also ich lese ja meine Bücher sowieso nicht so nach Jahreszeit. Also mir ist das jetzt von Haus aus relativ egal. Und ja, aber auch das klingt hier richtig, richtig süß. Wie gesagt, 15 verschiedene Geschichten. Und mein Haar ist schon wieder hier drüben. Und dann war noch ein weiteres Buch in dem Paket und zwar Gone Girl, das perfekte Opfer von Gillian Flynn. Bei Gone Girl habe ich den Film gesehen und ich fand den Film mega gut, auch wenn ich Ben Affleck nicht mag. Fand ich den Film richtig, richtig gut und
Ich wollte das Buch sowieso noch mal lesen und ich war immer gespannt drauf, wie das ist. Habe es mir aber nie gekauft und deswegen habe ich mich jetzt umso mehr gefreut, dass ich das Buch von Susanne mitbekommen habe. Da hat sie auf jeden Fall einen Volltreffer gelandet. Genau wie mit den anderen Büchern auch eigentlich. Weil das Bücher sind genau nach meinem Geschmack. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Geschichte. Ich will mal gucken, dass ich sie dieses Jahr auf jeden Fall noch mitlese. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf. Und vielen, vielen Dank, wie gesagt, Susanne noch mal an dieser Stelle. Du musst das nicht machen. Du bist total verrückt. Aber ich danke dir recht herzlich. Ich habe mich mega gefreut über das Paket. Da waren ja auch noch andere Sachen drin. Das seht ihr in meinem Weekly Reading, falls euch das interessiert. Und ja, das waren sie, meine Neuzugänge vom Dezember. Es waren wieder einige Bücher. Es sind 12, 13, 14, 15, 16, 17. Und da habe ich die zwei vom November nicht mit reingezählt. Also 17 neue Bücher hatte ich im Dezember, das ist einiges, aber wie gesagt, ich habe da ja auch immer noch Geburtstag und Weihnachten, von daher. Jetzt für dieses Jahr versuche ich auf jeden Fall weniger Neuzugänge zu haben, weil ich echt versuchen möchte, dieses Jahr die Reihen zu beenden und Sub abzubauen. Und ja, es wird schwer, es wird hart, aber ich möchte nicht mehr jedes Buch haben, wollen, müssen. Ergibt es einen Sinn? Ihr wisst, was ich meine. Ich versuche echt, mir das zu verinnerlichen, dass ich nicht mehr jedes Buch haben muss. Und was machen meine Haare heute hier? Sie machen sich selbstständig. So, aber ihr habt es ja in meinem Vorsätze-Video schon gesehen, was ich dieses Jahr alles so ein bisschen ändern möchte, so für mich und meine Einstellungen. Und da war das ja ein Thema, so dass ich nicht mehr jedes Buch besitzen muss, nicht mehr jedes Buch haben muss. Und ich möchte dieses Jahr wirklich primär versuchen, rein abzubauen und so ein bisschen meinen Sub runterzukriegen und halt auch endlich mal Sub-Bücher zu lesen. Weil es sind ja gute Geschichten, die hier bei mir rumliegen und ich lese sie einfach nicht, weil die neuen Bücher immer dazwischen kommen. Und ja, mehr kann ich jetzt an dieser Stelle auch nicht sagen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.